Also, als ob das jetzt schwer gewesen wäre. Starte manuelle Überbrückung. Ups. So geht's einfacher. Aha. Erfahrung und Medi. Irgendwas. Naja, gut. Nee, Geld. Nehme ich mal an. Es sah aus wie in so einem Medizinkasten. Wie war das jetzt mit Sprinten? Wieso kann ich denn? Okay. In Kampfsituationen kostet Sprinten Energie. Ohne Kampf nicht. Oder wie? Gut, ich will nur noch mal kurz gucken, dass wir hier nichts liegen lassen. Ja, genau. So. Weil dann könnte ich meine Ausrüstung schon mal aufbessern. Bevor ich hier weitermache. Erhaltene Gegenstände. Was? Okay, panzerbrechend. Irgendwo haben wir Munition aufgegriffen. So, Schrotflinte. Panzerbrechend, Phasenmunition. Schaden gegen synthetische. Schildumgehung. Plus 30% Schaden. Also wenn das mal nicht mustergültig für ein Scharfschützengewehr ist. So, die nette Dame kriegt auf ihr Sturmgewehr, sie hat noch eine, einmal panzerbrechend und auf das Präzisionsgewehr gegen synthetische Ziele. Ja. Ansonsten schadet ja auch nicht, wenn es ja. So. Weniger präzise, mehr Schaden braucht man eigentlich gar nicht. Moment. Entschuldigung. Ja. So. Gut, das passt. Jetzt könnten wir noch mal gucken. Wir haben ja noch Bioverstärker. Wirkungsdauerbonus, Stärkebonus, Ausdauerbonus, okay. Rüstung. Präzisionsgewehr, Hammer und Hammer 2. Wird präziser und stärker. Ist dem aber egal, der kann es ja eh nicht benutzen. Jetzt könnte ich nochmal gucken. Mittelschwer, leicht. Was kann die? Auch mittelschwer. Ja, aber der halt, das ist Biotech, also der Schutz vor diesem Biotech ist schon nicht schlecht. Gut. Normandy, der Sender ist sicher. Unfassbar. Er bietet sofortige Abholung. Tatsächliche funktionierende Proteaner-Technologie. Als er ausgegraben wurde, hat er das noch nicht gemacht. Etwas muss ihn aktiviert haben. Roger, Normandy. Ich warte. Ob das ein Signal ist? Okay. So, die zurückgeworfen und ich werde... Nein! Fassen Sie nicht an! Zu gefährlich. Okay. Riesiger Datenspeicher, der mir in den Kopf übertragen wurde oder sowas. Eine Menge Infos. Und das Ding ist am Arsch. Habe ich wohl irgendwie was falsch gemacht? Beim anderen hat es ja funktioniert. Merkwürdigerweise. Ah, das ergibt schon mehr
mehr Sinn. Es geht auf, wenn sie angreifen. Naja. Ui. Wir haben das Schiff identifiziert, das auf Eden Prime gelandet ist. Es ist die Normandy, ein Allianzschiff der Menschen. Es war unter dem Kommando von Captain Anderson. Sie konnten die Kolonie retten. Und der Sender. Es kann sein, dass einer der Menschen ihn benutzt hat. Okay, jetzt ist er sauer, warum auch immer. Dieser Mensch muss eliminiert werden. Juhu, Pallerei. Was auch sonst. Gut, das wäre dann wohl die erste Mission gewesen, die von einem Testflug. Doktor? Dr. Chuck, was? Naja. Ich glaube, dass er aufwacht. Vom Testflug in eine Bergungsmission abgeändert wurde. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, Shepard. Wie fühlen Sie sich? Nicht so gut. Naja, weiß ich ja nicht. Mir geht's gut. Was ist passiert? Also mir geht's gut ist ja wahrscheinlich abweisend. Mir geht's nicht so gut, ist so heulerisch. Was? Wie bin ich hierher gekommen? Wie lange war ich weg? Würde ich auch als erstes fragen. Ungefähr 15 Stunden. Irgendetwas ist da unten wohl mit dem Sender geschehen. Es war mein Fehler. Ich muss eine Art Sicherheitsfeld aktiviert haben, als ich näher rangegangen bin. Und Sie haben mich dann weggestoßen. Unvorsichtig, nicht Ihre Schuld. Was ist mit dem Sender? Sie konnten nicht wissen, was geschehen würde. Auf jeden Fall nicht. Wir wissen noch gar nicht, was es ausgelöst hat. Und leider werden wir das auch nicht mehr herausfinden. Das ist die Antwort auf die zweite Frage. Der Sender Frage. Ist explodiert. Vielleicht eine Systemüberlast. Die Explosion hat sie umgehauen. Der Lieutenant und ich mussten sie zurücktragen. Warum kein Krankenhaus? Bin ich verletzt? Danke. Gut, die Frage ist jetzt, bedanke ich mich dafür? Die Frage... ja, doch. Gute Arbeit. Physisch gesehen fehlt Ihnen nichts. Aber ich habe einige ungewöhnliche Hirnaktivitäten festgestellt. Hm. Abnormale Beta-Wellen. Und außerdem eine Zunahme von REM-Phasen. Normalerweise ein Zeichen intensiver Traumaktivitäten. Intensive Träume und Beta-Wellen sind... Boah, Alpha-Beta-Wellen gibt's und wofür? Ich habe geträumt, kein Traum, eine Vision, wie Albträume. Komisch, was habe ich denn gesehen? Ich habe doch gar nichts gesehen. Versuchen wir es so. Ich habe gesehen, wie... Ich weiß nicht genau, was ich gesehen habe. Tod, Vernichtung. Es ist alles verschwommen. Ich sollte das im Bericht erwähnen. Vielleicht... Oh, Captain Anderson. Wie geht's dem Patienten, Doktor? Alle Werte scheinen normal. Der Commander wird sich bald erholt haben. Das ist schön. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Allein. Jawohl, Captain. Sie finden mich in der Offiziersmesse, wenn Sie mich brauchen. Alles klar. Also kann ich mir mein Team Dieser aussuchen. Dieser Sender hat Sie ja ganz schön erwischt, Commander. Denk ich mal. Und es geht Ihnen wirklich gut? Oh, es ist, Ich hasse es, wenn Soldaten unter meinem Kommando sterben. Sie tragen keine Schuld an Jenkins Tod. Sie haben gute Arbeit geleistet, Gut, Shepard. Ich kann die anderen auch noch machen. Chief Williams gehört doch nicht zur Crew der Normandy. Ich dachte mir, dass wir sie gut in unserer Crew gebrauchen können. Bingo. Ich habe sie auf die Normandy versetzen lassen. Williams wird ein gutes Crewmitglied abgeben. Sie hat es sich verdient. Lieutenant Alenko ist auch einverstanden. Deswegen haben wir sie in die Crew aufgenommen. Alles klar, Frage fällt raus. Der Geheimdienst hätte uns warnen müssen, Sir. Wir sind blind in unser Verderben gelaufen. Es war deren Schuld. Die Geth sind seit 200 Jahren nicht mehr aus dem Nebel aufgetaucht, Commander. Das konnte niemand ahnen. Ja, ich hab's mir gerade auch noch... Rache ist immer so ein Sie bisschen... Sie wollten mich unter vier Augen sprechen, Captain. Ich werde Sie nicht anlügen, Shepard. Die Situation ist kritisch. Niles ist tot. Der Sender ist zerstört. Die Geth greifen an. Der Rat wird Antworten erwarten.
Nichts zu verbergen. Ich habe nur meinen Job gemacht. Ist dann so, es ist nicht meine Schuld, wenn die dabei draufgehen. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, Captain. Und ich hoffe, der Rat sieht das auch so. Ich werde für Sie und Ihren Bericht bürgen, Shepard. Meiner Meinung nach haben Sie alles richtig gemacht. Aber darum geht es jetzt nicht. Sondern um Saren, diesen anderen Turianer. Saren ist ein Spekter, einer der Besten. Eine lebende Legende. Aber wenn er mit den Geht kooperiert, ist er außer Kontrolle geraten. Und ein Spekter außer Kontrolle bedeutet Ärger. Saren ist gefährlich und er hasst die Menschen. Warum hasst er die Menschen? Er denkt, dass unser Volk zu schnell expandiert und die Galaxie übernehmen will. Viele Außerirdische denken so. Aber die meisten belassen es bei diesen Gedanken. Offensichtlich scheint Saren mit den Geht zu kooperieren. Ich habe keine Ahnung wie oder warum. Aber es hat ganz sicher etwas mit diesem Sender zu tun. Sie waren da, kurz bevor der Sender sich selbst vernichtet hat. Haben Sie irgendetwas gesehen? Irgendeinen Hinweis darauf, was Saren gesucht hat? Ich bin mir nicht sicher, oder eine Vision. Ich sag dem lieber die Wahrheit, sonst ist das immer so ein bisschen... Kurz bevor ich ohnmächtig wurde, hatte ich eine Vision. Eine Vision? Was für eine Vision? Eine Art Warnung, Krieg, unser aller Tod. Ist jetzt die Frage... Ich weiß nicht, eine Warnung war es ja nicht. Wie soll es eine Warnung sein, wenn es eine Vision ist? Unser aller Tod wäre, naja, ein Krieg eher. Künstliche Wesen. Vielleicht geht. Sie haben die Menschen abgeschlachtet. Sie haben niemanden verschont. Wir müssen dem Rat davon erzählen, Shepard. Was sollen wir ihnen sagen? Dass ich schlecht geträumt habe? Wir wissen nicht, welche Informationen im Sender abgespeichert waren. Vielleicht etwas über proteanische Technologie, vielleicht Pläne von früheren Massenvernichtungswaffen. Was immer da drin war, jetzt hat es Saren. Aber ich kenne Saren, seinen Ruf und seine Ansichten. Er hält die Menschheit für einen Schandfleck der Galaxie. Dieser Angriff war ein Kriegsakt. Er verfügt jetzt über die Geheimnisse des Senders und über eine ganze Armee der Geht. Und er wird nicht aufhören, bis er die gesamte Menschheit ausgelöscht hat. Das wäre das, wovon ich geträumt habe, oder? So mal grob gesagt. Ich werde ihn aufhalten, nicht solange ich am Leben bin. Ich werde einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Das wird nicht ganz einfach sein. Er ist ein Spekter. Er kann überall hingehen und machen, was er will. Deswegen müssen wir den Rat auf unsere Seite bringen. Sie werden uns nicht helfen, wir werden ihn entlarven, alles klar, Sir. Wir werden beweisen, dass Saren außer Kontrolle ist. Dann wird ihm der Rat seinen Status als Spekter entziehen. Ich werde den Botschafter kontaktieren und versuchen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren. Oh, Scheibenkleister. Wir sollten ihn sofort nach Ankunft in der Zitadelle aufsuchen. Wir sind bald da. Shit. Gehen Sie hoch zur Brücke und sagen Sie Joker, dass er uns ins Dock bringen soll. Oh shit, das könnte Ärger geben. Jetzt muss ich mich mit dem Rad auseinandersetzen. So, was haben wir hier? Das sieht nach Labor aus. Ich denke mal, wenn ich hier die Möglichkeit hätte, was mitzunehmen, dann würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Medigel aufstocken. Medigel. Ach, ich hab genug. Okay, okay. Entschuldigung. Hey, Commander. Wer ist das? Ashley. Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht, Commander. Nach dem, was mit Jenkins passiert ist, kann die Crew ein paar gute Neuigkeiten vertragen. Soldatentod oder? Bedauern. Ja, er ist ein Soldatentod gestorben. Eigentlich war das nicht dieser Querlege, der das unbedingt wollte? Jeder gute Soldat muss irgendwann sterben. Diesmal war er dran. Wenn Sie meinen, Commander. Aber eigentlich überrascht mich Ihre Meinung dazu nicht. Nicht nach dem, was auf Torfan geschehen ist. Das muss die Hölle gewesen sein. Ich habe nur getan, was getan werden musste. Und von Ihnen erwarte ich das Gleiche. Ich bin der Allianz treu verbunden. Es ging ganz schön zur Sache da unten. Werden Sie klarkommen? Ich habe schon öfter Kameraden sterben sehen. Ich bin nun mal bei den Marines. Aber jetzt wurde meine ganze Einheit ausgelöscht. Ich werde mich nie daran gewöhnen können, tote Zivilisten zu sehen.
Aber es wäre viel übler geworden, wenn Sie nicht aufgetaucht wären. Ohne Sie hätten wir es nicht geschafft, Williams. Danke, Commander. Ja. Ich war mir meiner Sache nicht ganz sicher, als ich auf die Normandy versetzt wurde. Es tut gut zu hören, dass man willkommen ist. Herzlich willkommen. Enttäuschen Sie mich nicht? Sind wir mal freundlich. Man will ja Freunde behalten. Sie werden sich hier sicher gut einfügen, Williams. Danke, Commander. Vorbildlich. 2 Punkte plus, auch wenn ich am Anfang ein bisschen ruppig war. Vom Verhalten. So, sprechen wir mal mit dem Doktor. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Was wissen Sie über Captain Anderson? Wir haben schon auf einigen Missionen zusammengearbeitet. Er weiß, wann er entspannt bleiben kann und wann er streng sein muss. Die Crew weiß, wie erfahren er ist. Die Leute vertrauen ihm und er kümmert sich persönlich um die Leute unter seinem Kommando. Okay, Kain Alenko. Wie gut kennen Sie den Lieutenant? Vor dieser Mission habe ich nie mit ihm zusammengearbeitet, aber seine Akte ist sehr beeindruckend. Über 1 Dutzend Auszeichnungen. Er ist allerdings ein wenig verschlossen. Das könnte auch an den Kopfschmerzen liegen. Er hat es nicht leicht als L2. Wo ist da der Zusammenhang? Für die meisten biotischen Anwendungen werden jetzt L3-Implantate verwendet. Lieutenant Alenko bekam noch die alte L2-Konfiguration. Dabei kann es Komplikationen geben. Okay. Was für Komplikationen meinen Sie? Schwere Mentalprobleme, Wahnsinn, unerträgliche Schmerzen. Es gibt eine lange Liste grauenvoller Nebenwirkungen. Kaldan hat Glück gehabt. Er leidet nur unter Migräne. Okay, dann passt das ja soweit. Wie sind Sie an Bord eines Schiffes der Allianz geraten? Ich habe mich gleich nach dem Studium dafür eingetragen. Die Erde schien mir einfach zu langweilig und vielleicht zu sicher. Diese Kolonien hatten für mich immer etwas Exotisches. Ich wollte reisen und die Sterne sehen und den Soldaten mit ihren Wunden an Leib und Seele helfen. Allerdings ist das Militärleben nicht so romantisch, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber die Menschheit ist auf die Allianz angewiesen, wenn wir über die Traverse hinaussiedeln wollen. Und die Allianz braucht immer fähige Ärzte. Also blieb ich und machte meinen Job. Ja, ganz so romantisch ist das Soldatenleben nicht, wie man sich immer vorstellt. Klar, immer mit viel Dreck und so weiter, naja. Haben Sie schon einmal an Ihrer Entscheidung gezweifelt? Manchmal überlege ich, eine private Praxis auf der Erde aufzumachen oder eine Stelle in einem neuen Medicenter auf den Kolonien anzunehmen. Aber die Arbeit mit Soldaten ist etwas Besonderes. Wenn ich die Allianz jetzt verlassen würde, käme ich mir vor wie eine Deserteurin. Gut, ich habe alles gefragt. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Codex und 20 XP. Gut, klar, wenn man alles ausfragt aus den Leuten. Gut zu sehen, dass Sie in Ordnung sind, Commander. Freut mich, dass dir das aufgefallen ist. So, wir haben hier tatsächlich noch... Ups, das war ein bisschen schnell gedreht. So, wer ist das? Sprechen Sie mit Joker, wenn Sie soweit sind. Sagen Sie ihm, er soll den Namen... Das ist der Captain. Ja, man sollte auch die Namen lesen. Gut, ich wollte jetzt nochmal hier vorne gucken und dann eine kleine Pause machen. Fahrstuhl. Naja, also mit Joker will ich noch nicht reden. Es sei denn, das geht automatisch. So, wer ist das? Der salutiert nur. Okay. Ah, hier waren wir ja. Das ist ja dieses Deck. Navigator. Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht, Commander. Der Verlust von Jenkins war ein harter Schlag für die Crew. Was haben wir hier? Etwas untersuchen, okay. Gut, Jenkins verloren. Natürlich ein harter Schlag. Die bedienen hier allerlei Kram. Kann man hier rein? Nö, ich habe keine Freigabe, nehme ich mal an. Joker, alles klar. Das ist der Joker. Da wäre noch ein... Vielleicht versuche ich es nochmal hier hinten. Das war ja ein Kommunikationsraum. Ja, doch, genau. Da kommen Hologramme in die Mitte und deswegen sitzt man auch im Kreis. Gut, dann... Ich denke, das Schiff ist irgendwo noch größer, aber ich weiß jetzt nicht, wo ich noch hätte lang gehen können. So weit. Links sollte... Ist ein Aufzug oder so?
Gut, dann speichern. Soldat. Spielspeichern. Spielspeichern 1. Und das bedeutet jetzt, ich mache eine Pause und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir dann mit Joker sprechen und mal sehen, wie es weitergeht.